Wir sind zurück in Hamburg, Durchgang 2, der Auftakt des SHSV gegen Ingolstadt. Führung durch das frühe Tor von Bobby Wood, keine Wechsel auf beiden Seiten. Und wir sind gespannt, was Markus Koczynski seiner Mannschaft gesagt hat, die immer wieder tolle Ideen hatte, wenn gleich am Ende zu selten mal der Abschluss wirklich geschafft wurde, aber immer wieder mal schnell durchkombiniert, das war das Mittel. Mal schauen, ob Ingolstadt so weiterspielt und wann es die ersten Wechsel gibt. Beim HSV warten wir weiter auf Adin Halilovic und auf dessen Bundesliga-Debüt. Vielleicht gibt es das heute hier. Johan Jouro. Kostic, der heute einen tollen Einstand gibt in der Bundesliga für Hamburg mit schnellen Aktionen über links. Auch jetzt klasse gemacht von Kostic. Wood. Und Kleber mit Tempo nachgesetzt. Gregoric. Das sieht alles gut aus beim HSV, alles sehr schnell. Das war in den letzten Jahren anders teilweise. Matthew Lecky. Mal über die linke Seite, zieht nach innen, immer noch Lecky. Durchgesetzt, Morales. Moritz Hartmann. Groß, Lecky. Roger mit dem Fehler. Jouro aufgepasst vom Kapitän. Matip. Vorteil für Roger. Jetzt geht's Freistoß von Marco Fritz entschieden, der bislang einen ruhigen Tag hatte. Wechsel bei Hamburg. Lars Sogger kommt für Bobby Wood, der Torschütze geht, der dieses wichtige Tor gemacht hat. Endlich mal ein guter Start für Hamburg. Letztes Jahr 0:5 bei den Bayern. Heute zumindest mal die erste Halbzeit gut gespielt. Jetzt also kommt der seit Jahren in Hamburg spielende Pierre-Michel Lassocker, der natürlich Druck bekommen wird durch die Verpflichtung von Bobby Wood, von Kostic. Es gibt viele Stürmer vorne. Shiplock ging bereits nach Darmstadt. Lassocker wird zunächst mal bleiben. Aber es wird spannend sein, wer am Ende vorne spielt. Wood, denke ich, wird zunächst mal die erste Wahl sein bei Bruno Labbadia. Freistoß für Ingolstadt ausgeführt von Roger. Für Groß, rausgeköpft. Zweiter Anlauf mit Suttner. Groß, herrlich kombiniert. Das war Handspiel, es läuft weiter. Chance für Roger. Für mich war es ein Handspiel davor von Kleber. Schauen wir nochmal hin. Da ist es bereits gelaufen, dann die zweite Gelegenheit, nicht abgepfiffen. Beste Chance für die Gäste aus Ingolstadt. Und jetzt gibt es das Bundesliga-Debüt von Adin Halilovic, der für Jung kommt ins Mittelfeld. Er kann eine Bereicherung sein für den HSV, das letztes Wochenende gezeigt gegen Zwickau. Jetzt also auch in der Bundesliga angekommen. Man kann nur hoffen aus Hamburger Sicht, dass er wirbelt, dass er der Spieler ist, der geholt wurde. Und auch heute hat er eine halbe Stunde Zeit zu zeigen, was er kann. Zusammen mit Hand und Gregoric jetzt im Mittelfeld beim HSV. Kostic. Wurde als großer Hoffnungsträger deklariert nach seinem Wechsel aus Stuttgart. Hat es heute immer wieder gezeigt mit Flanken, die gut kamen, mit starken Aktionen über links. So kann der HSV in jedem Fall stabil in die Saison gehen. Man hat das Pokalaus verhindert, was ja auch teilweise in Hamburg der Fall war. Und ein Sieg zum Auftakt wäre dann der nächste Schritt, um endlich mal wieder nach oben zu schauen und die Abschließsorgen hier wegzuschießen. Roger, Ballgewinn
der Schanzer. Noch ist hier allerdings nichts entschieden. Und Ingolstadt immer wieder mit tollen Ideen. Schnell gespielt. Kleber muss retten. Vor einem jetzt fast schon übermotivierten Roger, der immer wieder nach vorne läuft, die Chancen sucht. Und auch jetzt wieder dicht vom Tor von Adler wartet beim Eckstoß der Schanzer, ausgeführt von Pascal Groß. Weiter rein für Lex. Nächste Chance. Matip. Der Kapitän, der sofort deutlich macht, hier geht noch was. Leute, wir müssen nach vorne spielen. Traut sich mal. Auch wenn der Ball weit vorbeigeht. Schön gespielt, schöne Variante. Weit hinein und dann abgelegt für den Kapitän, für Marvin Matip. Der Bruder, der viele Jahre auf Schalke spielte, in diesem Sommer wechselte. Matip genauso lang bei Ingolstadt. Und dazu Kapitän und Abwehrchef. Freistoß, Foul von Matthias Ostschalek. Stunde gespielt und Ingolstadt wird allmählich besser. Hat im ersten Durchgang selten mal den Ball aufs Tor bekommen. Das war jetzt zu Beginn der zweiten Halbzeit ganz anders. Chancen für Roger, für Matip. Und jetzt beim Freistoß der Experte für die runden Bälle mit Pascal Groß. Der das auch direkt kann. Oder aber Matip suchen. Roger wieder mit vorne. Groß versucht direkt. Adler unsicher. Riesenchance. Vom Pfosten rausgesprungen, weil Adler den Ball nicht festhalten kann. Sah so ungefährlich aus, war lang in der Luft, zentral auf Adler geschossen und dann fast der Patzer von Hamburgs Torwart. Grigoritsch, andere Seite, Hamburg mit Lasogga. Grigoritsch mitgelaufen, nicht gut gemacht von Pierre-Michel Lasogga. Einwurf für Hamburg für Sakai. Und Kauczynski wechselt, Roger geht und es kommt Almar Cohen fürs Mittelfeld. Damit geht einer der stärksten Chancen. Frage ich mich, warum ausgerechnet Roger geht. Morales macht deutlich weniger, aber vielleicht hat Roger angezeigt, dass es nicht weitergeht. Denn der hat für viel Wirbel gesorgt. Jetzt also neu in der Partie. Almar Cohen fürs Mittelfeld bei den Ingolstädtern. 20 Minuten bleiben für die Gäste. Sakai. Nächster Ballverlust von Hand. Stefan Lex. Ja, da hat Hamburg aber kurz gezuckt, nachdem der Halilovic sich einmal kurz an den Knöchel fasste. Geht aber weiter für den neuen Mann, das wäre bitter gewesen. Letztes Jahr erwischte es Ekdal, der sich beim dritten Spiel in Köln verletzte. Und jetzt gibt es nachträglich auch Gelb für die Aktion von Stefan Lex, der unterm Strich eine Bereicherung ist, auch wenn er nicht in der Startelf erwartet wurde. Das war die Aktion gegen Halilovic. Und dazu wechselt Bruno Labbadia. Und jetzt gibt es eine schöne Geschichte. Beckery Jatta kommt in die Partie für Nikolai Müller, der als Flüchtling nach Hamburg kam und im Sommer 18 wurde. Da durfte er den Vertrag unterschreiben und heute also sein Bundesliga-Debüt gibt. Eine Geschichte, die wirklich schön ist, die uns alle vielleicht mal nachdenken lässt, ob so mancher nicht sich daneben benimmt. Eher ein Zeichen, dass Menschen kommen. Und er bekommt heute seinen Traum in Erfüllung. 20 Minuten Bundesliga für einen Mann, der vor einigen Monaten nichts hatte, nach Deutschland kam und jetzt eine Riesenperspektive hat beim HSV. Eine für mich wunderschöne Geschichte, die man nicht oft genug erzählen kann. Spielt auf den Außenpositionen, wird sich zunächst mal links einordnen. Hat jetzt allerdings zunächst mal getauscht mit Kostic. Wird also auf der
Müller-Position bleiben, für den er ja auch kam. Halilovic. Also jetzt mit Wood, den wir bereits gesehen haben, der bereits draußen sitzt. Kostic, Jatta und auch Halilovic. Einige neue Spieler, die wir beim HSV sehen durften. Bei Ingolstadt macht die Verteidigung einen unterm Strich sicheren Eindruck mit Hauke Wahl und mit Florenz Haddadio. Schöner Ball für Jatta. Und den kriegt er noch. Erste Aktion des Mannes auf der rechten Seite bei Hamburg. Halilovic, Hans, wieder Halilovic auf engstem Raum. Durchkombiniert. Hans. Jatta. Weiter für Sakai. Halilovic. Und wieder Sakai. Gregoritsch. Hamburg kämpft darum, das nächste Tor zu machen. Ingolstadt zeigt sich lange nicht mehr gefährlich. Verliert die Bälle meistens im Mittelfeld. Hartmann und Suttner, der jetzt auch mal getauscht hat mit seinem Kollegen mal rechts spielt bei Ingolstadt, Pascal Groß. Lex. Schön gespielt. Suttner, das ist die Chance. Schöne Flanke. Und die Riesengelegenheit für Ingolstadt, für Stefan Lex. Den Ball nicht ganz erwischt. Jetzt geht er hinter sich, er kommt. Für die letzten 7 Minuten. Der Mann, der letztes Jahr in Mainz das erste Bundesliga-Tor machte für die Schanzer, kriegt heute zumindest die Schlussphase. Aber so kann es gehen. Suttner deswegen getauscht, damit er die Flanken schlagen kann. Und die kommt fast an bei Stefan Lex. Hoffnung nochmal für Ingolstadt und dazu Standard für die Gäste aus Oberbayern für Pascal Groß. Adler vor Matip. Ganz sicher festgehalten. Einmal gepatzt beim Freistoß von Groß. Sonst eine sichere Partie. Dazu ja noch die große Tat in der Anfangsphase gegen Stefan Lex. Halilovic. Mit dem Ballverlust gegen Morales, gegen Hinterseher. Gut gelöst. Ostschalek schickt Kostic. Pascal Groß, nächster langer Ball für Cohen, rausgeköpft und abseits. Fahren oben gegen Almar Cohen. Und das ist richtig und deutlich zu erkennen. Korrekte Entscheidung, Freistoß und ein paar Sekunden für den HSV, für René Adler. Kleber, Hand, es läuft die 90. Minute in Hamburg. Der HSV führt durch das frühe Tor von Wood. Reicht das zum Sieg? Oder schafft Ingolstadt doch noch die Antwort? Sie hatten große Chancen, Stefan Lex in der Anfangsphase. Dazu Groß per Freistoß. Aber im Moment sieht alles nach einem gelungenen Auftakt aus für den HSV. Nächste Flanke, Lassocker gegen Hauke Wahl. Vier Minuten Nachspielzeit, dann wäre es vollbracht für Hamburg. Ostschalek nochmal, wichtigste Aufgabe jetzt, irgendwie den Ball halten, nicht so. So nochmal die Chance für Ingolstadt mit Almar Cohen vorbei an Giroud. Läuft nochmal durch und findet Moritz Hartmann.
Hätte mehr draus machen können. Etwas überrastet. Und trotzdem eine Warnung für Hamburg. Ingolstadt ist so dicht dran am Ausgleich. So viele große Chancen. Matip, Groß, Hartmann, Roger, jeder mal gefährlich. Und noch 2 Minuten fehlen Hamburg zum Sieg. Und zum perfekten Auftakt. Sieg gegen Zwickau, auch wenn es nur ein 1:0 war. Aber das Weiterkommen ist geschafft. Und der Sieg gegen Ingolstadt. René Adler. 60 Sekunden. Adler mit dem Aussetzer. Jetzt ist die Chance da für Groß. Kriegt den Ball nicht zum Mitspieler. Was für ein Aussetzer nochmal von Adler. Mit Hochs und Tiefs heute. Aber jetzt könnte es vollbracht sein. Nochmal Ingolstadt mit Hader Jönay. Nächste Flanke. Halilovic geklärt. Und damit ist es vollbracht für Hamburg. 1:0. Ein Auftaktsieg, der am Ende nochmal heftig gewankt hat beim Fehler von Adler. Unterm Strich aber verdient ist nach dem ersten Durchgang. Wenngleich Ingolstadt viele Chancen hat in Hälfte 2. Sie haben sich nicht belohnt. Der HSV schafft den guten Auftakt mit dem Sieg gegen Ingolstadt. Und nachdem man im letzten Jahr 0:5 verlor gegen die Bayern, ist zumindest mal der Auftaktsieg geschafft. Wir haben gute Aktionen sehen können von den neuen Spielern. Kostic hat brillant gespielt links im ersten Durchgang. Dazu Wood mit dem wichtigen Tor. Und das ist ein wunderschönes Bild gerade. Gregoritsch und Groß, die sich sofort die Hand geben und sagen, das war ein schönes Spiel zum Auftakt, auch wenn Groß die Punkte nicht mitnimmt. Dazu haben wir Jatta gesehen bei seinem ersten Bundesligaspiel, bei seinem ersten Pflichtspiel in seiner Karriere, die ja noch so jung ist, aber eine so große Zukunft hat beim HSV. Halilovic eingewechselt, wenig zu sehen, anders als gegen Zwickau. Das ist also das Fazit für Hamburg. Ingolstadt muss sich steigern, was die Chancenverwertung angeht. Sie hatten unglaublich viele Gelegenheiten mit Lex, mit Roger. Jeder war gefährlich. Am Ende hat das Tor gefehlt zum Auftaktsieg für Ingolstadt. Nächste Woche dann die nächste Chance für die Schanzer. Und der HSV muss auswärts ran in Leverkusen. Dann gibt es die große Aufgabe gegen einen Champions League-Teilnehmer am nächsten Wochenende. Und die Aufgabe, wie stark ist Hamburg wirklich gegen eine Mannschaft, die ganz oben mitspielen kann. Das war's zunächst. Wir sagen Tschüss aus Hamburg. Mit dem Sieg des HSV verabschieden uns nach einem tollen Fußballnachmittag. Bei wunderschönem Wetter aus Hamburg sagen bis zum nächsten Mal und viele Grüße aus Hamburg.